Hallo lieber Schütze, herzlich willkommen in einer neuen Legung. Und zwar geht es hier in dieser Legung um die Zeitfrequenz Anfang bis Mitte März 2024. Es ist eine neue kollektive Legung für euch, meine Lieben. Ich freue mich, dass ihr da seid und für alle, die neu sind, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass auch ihr mich gefunden habt. Ja, meine Lieben, ich möchte ganz kurz den Erklärbär spielen, damit auch die Neuen wissen, um was es hier geht und wie wir hier verfahren in dieser 14-tägigen Legung. Also erstmal gibt es auf jeden Fall zwei Reihen, das ist ganz klar. Erste Woche, zweite Woche. Dann haben wir hier Orakelkarten, da werde ich mit die Themen ziehen. Dann haben wir das Tarot. Und zwar arbeite ich hier in dieser Legung jetzt mit dem Tarot of Dragons von Shane McKenzie. Ich finde das ganz schön, weil die Illustrationen sehr schön sind. Wir denken schon wieder schneller, wie wir sprechen können. Ja, das ist so typisch beim Zwilling. Also seht es mir nach. Also mit dem Tarot werden wir dann gucken, was es geht. Und klären tun wir das mit den großen Lenormand-Karten. Ganz klar. Und ich habe dann für alle die, die mit dieser Legung in Resonanz gehen und die gerne was mit dazu beitragen wollen in ihrem Prozess, habe ich hier die Manifestationskarten von The Secret von Rhonda Brain. Und jeder, der sagt, ich habe manifestiert und mir gewünscht und habe nichts erhalten, der muss noch mal ein bisschen üben, weil ich glaube, dann hast du irgendwas nicht verstanden. Weil wenn man diese Situation oder dieses Manifestieren wirklich richtig angeht, dann passiert da auch eine ganze Menge. Ja? Und es gibt ja auch die, die mal sagen, ja, wenn man sich was wünscht und tralala. Ja, Leute, ganz ehrlich, um was geht's denn hier? Ne, wo stehst du, wer bist du, wo willst du hin? Und dann heißt es ja nicht in der Ecke sitzen oder mit den Freunden ständig draußen rumspulern, sondern nee, es geht darum, dass man an seinen Prozessen arbeitet. Und das ist das, was viele vergessen. Viele denken immer, ja, ich habe mir ja gewünscht. Ja, was hast du dafür getan? Genau, lieber Schütze. Und darum möchte ich euch gerne animieren und aktivieren, auch aktiv in eurem Erwachungs- und Aufstiegsprozess voranzukommen. So, und wer da gerne mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen dazu, ihr Lieben. So, die erste Woche, die erste Karte. Jetzt hier die zweite Woche, bitte. So, und die zweite Woche. So, wenn du jetzt aber sagst, ich gehe damit gar nicht in Resonanz, was mache ich denn jetzt? Dann kannst du dir gerne Mond-Venus-Aszendentzeichen anschauen. Da hast du die Möglichkeit. Oder aber, lieber Schütze, du kannst gerne auch dir eine persönliche Legung buchen. Die Information findest du unten in der Infobox. Und es wird hier in dieser Legung oder generell in allen Legungen immer sehr direkt sein. Also nicht ein eventuell könnte sein und das ist vielleicht so, nein, ich sehe, dass das so ist und du sagst, okay, ich gehe damit in Resonanz oder nicht. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern es gibt entweder passt es oder es passt nicht. Ja? So, und ich finde, in meiner eigenen Wahrheit ist es ganz, ganz wichtig, lieber Schütze, dass man ganz klare Sätze spricht. Denn es bringt dir nichts, wenn man dann irgendwas daher schwafelt und du kannst damit nichts anfangen, weil mit klaren Sätzen, da weißt du genau, wenn ich sage, du bist doof, dann bist du doof. Entweder sagst du, okay, ich bin doof, weil ich was getan habe, was nicht gut war, oder nee, ist nicht meins, dann lass es durch dich durchfließen, so ungefähr, ja? Als Beispiel, du bist natürlich nicht doof, aber ihr wisst, was ich meine, ne? So, also ganz klar, entweder passt es für dich oder es passt dir nicht. Wir haben die Weide, die Flexibilität und wir haben die feuerhelle Höhle, die Sicherheit, ja, das ist das Licht, ne? Das Licht in der Finsternis, ja. Sei flexibel. Es gibt verschiedene Wege, wie du hier Sicherheit leben kannst, indem du ein Feuer anmachst, damit du die äußeren Tiere, wie Bären, Wölfe, verscheuchst, ja, weil die Angst vor Feuer haben. Das kann es sein, ja. Also im Sinne von Möglichkeit, wie du dich schützen kannst, ja. Wir haben hier die Art der Flexibilität. Du darfst dahingehend sehr flexibel sein und überlegen, wie möchte ich das gerne. Eine Weide ist auch sehr flexibel. Ihr seht hier die Äste, die sind sehr biegsam, also flexibel, ja. Und da gibt es im Bereich der Sicherheit oder für die Sicherheit verschiedene Möglichkeiten, die du hast. Und da bist du aufgerufen, ein Stück weit flexibel zu sein. Und jetzt
ist ja die Frage, in Bezug auf was sollst du denn flexibel sein und wo brauchst du denn die Sicherheit? Und das gucken wir uns jetzt mal an, meine Lieben. Da haben wir die 8 der Kelche. Du machst dich auf den Weg. Das ist interessant. Auf den Weg wohin? Oh. Eventuell zu dir selbst oder zu einer Mutter. Ja, dann haben wir hier ein Mutterthema. Die Königin der Kelche ist eine sehr mütterliche Energie, die letztendlich nur Gutes im Sinne hat, wie Liebe und dass es ihren Kindern gut geht. Ja, das kann auch das Verlassen sein, dass du selber dich in Sicherheit wiegen tust, weil du in einer toxischen Situation bist. Dann gucken wir mal weiter hier. Ja, wir haben nur Kelchenergie. Hier geht es wirklich, innere Kind, sagen sie gerade, hier geht es um die Energie des inneren Kindes, deines inneren Kindes, dass du glücklich bist, dass du dich wohlfühlst. Du verlässt eine Situation, das wird sehr spontan sein und dann sitzt du hier und sagst, war das auch wirklich richtig, dass ich hier so spontan mein Feld geräumt habe? Du wirst sehr langsam vorangehen. Also das ist nicht ein Prozess, wo du sagst, du stehst morgens auf, wachst auf und sagst, yippie, und jetzt springe ich durch die Walachei und jetzt schaue ich mal, ne, wo das Gold heller glänzt. Nein, das wird es nicht sein. Eventuell sehe ich hier und eventuell ist, das ist kein Muss, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja? Ich sehe hier, Schützen, die sich an ihrem Ort, wo sie gerade sind, nicht mehr wohlfühlen. Ja? Und da sehe ich schon, dass man hier plant. Also es muss auch nicht unbedingt immer das Land der Ort sein, sondern einige von euch werden hier so reiselustig sein und durch die Walachei fahren und sagen, ja, hier gefällt es mir gut, oh nee, jetzt gefällt es mir nicht mehr gut und dann gehe ich mal weiter und dann gehe ich woanders hin. Du wirst hier einen Zustand verlassen, der dir mehr Sicherheit gibt, wo du aber auch ein Stück weit Flexibilität an den Tag bringen darfst, ja? Du machst dir mit dem Verlassen einer Situation, machst du dir ein Geschenk. Es wird Zeit, ja? Es wird Zeit, Schütze, dass du wirklich gehst. Es ist auch ein, ich würde mal fast sagen, ein Herzensprojekt. Ich übersetze immer das, was ich reinkriege. Du würdest dir mit einem Zustand oder du wirst dir mit einem Zustand des Verlassens ein Geschenk machen, indem du zum Beispiel jemanden besuchen gehst. Oder du sagst, ich gehe aus dieser Situation raus, weil es dort nicht mehr sicher ist. Einige von euch werden hier ihre Mutter besuchen, andere aber wiegen ihre Kinder und ihre Familie in Sicherheit. So, wir haben hier die Sense und die Sense ist eine Energie, du kürzt etwas. Puh, schwere Energie. Leute, wer hat von euch eine Mutter oder eine Schwiegermutter, die nicht so positiv ist in eure Richtung? Also Kontaktabbruch, Kontaktkürzung, nur so sehr, wie es wirklich sein muss. Ich sehe hier eine Reduktion, aber ich sehe auch, dass du ein Stück weit aus deinen alten Mustern rausgehst, lieber Schütze, und nicht mehr die Mutter mutierst, die du sonst immer warst. Warum? Weil du sagst, es reicht jetzt. Ich habe jetzt keine Lust mehr, nur Mutter zu sein. Sondern diese Situation oder dein Wert, du möchtest, dass man deinen Wert mehr zu schätzen weiß. Und da kürzt du entweder dich selber. Ja. Die andere Variante ist, dass du aber eine Mutter oder Schwiegermutter hast, die dir nicht gut tut. Und dann sagst du ganz einfach, nee, brauche ich nicht. Habe ich nicht nötig, geht gar nicht. Ja. So, und überlegst, war dieser Schritt wirklich richtig? Man versucht dich zu unterstützen. Es kann hier sehr gut ein Partner sein oder dein Freund sein, der sagt, komm, verletzte Gefühle, überlegen. Ja? Mondenergie ist Ängste, Sorgen, aber auch intuitives Handeln. Du siehst hier die Hilfe, die man dir geben möchte, siehst du nicht, weil du sehr verkopft bist und sehr emotional ein Stück weit auch verletzt bist von einer Situation, sei es, dass man dein mütterliches Dasein nicht akzeptiert, nicht anerkennt, wie aber auch, dass du es mit einer Mutter oder Schwiegermutter zu tun hast, wo du sagst, ich muss diese Person jetzt kürzen, sonst platzt mir alles. Ja, ich gehe sonst unter. Das ist auch das Gefühl der Sicherheit, die Flexibilität zu sagen, ich tue mir selber einen Gefallen und gehe aus einer Situation raus. Kürze den Kontakt zu irgendjemandem, ja.
Und natürlich bist du kein Mensch ohne Gefühle, sonst würdest du hier nicht nachdenken, ja? Und würdest nicht sagen, war das wirklich richtig? Und natürlich ist es so, dass man manchmal Ängste hat und sagt, oh, ich weiß nicht, ob das so gut war. Aber du wirst trotz alledem vorangehen mit Beständigkeit, auch wenn es auf Umwege ist. Und rechne bitte auch damit, dass die Schlange, wenn das dann die dritte Person sein sollte, eine mütterliche Person, Schwiegermutter, dass die trotzdem nochmal auf dich zukommt. Ja, das ist das, was ich dir für die erste Woche sagen kann. Jetzt haben wir hier die zweite Woche. Afrikanische Savanne, das ist das Gedeihen. Ja, klar, wenn man etwas, was einem nicht gut tut, kürzt, dann hat man die Kraft für sich und gedeiht natürlich, ganz klar. Hüter des Frühlings, wir stehen kurz vor dem Frühling, auch klar. Das heißt hier, du erwachst. Also dein Gedeihen wird sich entwickeln und wird erwachen, weil du dich nämlich veränderst. Ich liebe das. Leute, ich liebe Menschen, die wirklich an sich arbeiten und etwas für sich tun, in die Veränderung gehen, um dann im Außen was zu verändern. Ach, das ist so toll. Leuchtet. Wunderbar. Also, lieber Schütze, das machst du ganz fein. Wunderbar. So, dann gucken wir mal. Was gedeiht denn hier und was geht denn hier ins Erwachen? Ja, das Vorangehen. Du wirst aktiver. Du wirst aktiver und du wirst hier zum Gegenpart der Königin der Kelche, wirst du hier den Gegenpart. Es könnte hier wirklich ein Elternpaar sein, ja, muss es nicht, kann es aber wirklich sein, dass du hier eine mütterliche Energie kürzt. Entweder ist es deine oder es ist die mütterliche Energie, was ich gerade genannt hatte. Und dann kommt hier dein Gegenpart oder aber auch der Gegenpart dieser mütterlichen Energie auf dich zu. Der wird mitgehen. Der wird dir folgen. Ja, sage ich doch, der wird dir folgen. Ja, und dann haben wir hier 6 der Schwerter, wo du ganz genau weißt, lieber Schütze, wo du hin möchtest. Und wir haben auch einen Neuanfang in der Liebe. Also Leute, ich werde euch mal was sagen. Sollte es hier sich bei euch um ein Schwiegermonster oder um eure eigene Mutter handeln, ja, wird euer Vater auf eurer Seite sein oder aber euer Partner wird definitiv mit euch mitgehen. Ja, das sehe ich hier auch. Also es wird hier kein Abbruch sein, gerade bei Schwiegermüttern, wenn es da komisch wird. Du hast meinen Sohn mir weggenommen, blablabla. Ihr wisst, wie ich meine. Dann haben wir hier die Energie, dass dein Gegenüber sich sortieren muss und sich entscheiden darf. Bist du ihm jetzt wichtig oder ist es das Muttchen, was ihn auf die Welt gebracht hat? Das ist für manche sehr schwierig, aber es wird um nichts anderes mehr gehen dann in dem Moment. Also er wird sich entscheiden. Ich sehe schon, dass du hier mit ihm weitergehen wirst, weil er genau dazwischen liegt, ja, zwischen dem Weitergehen und dem, ich weiß, wo ich hin will, ja, und wir haben hier den Neuanfang in der Liebe. Also es wird ein positiver Ausgang sein in dieser Geschichte, was ich hier sehe. Und das ist das Erwachen, ja. Und ich sehe auch hier einen Schwiegervater auf dich zukommen, wenn es warm wird und sagt, ja, tut mir leid, dass meine Frau so war. Ich möchte mich entschuldigen im Namen für meine Frau. Ich weiß, dass du recht hast. Aber sie ist die Mutter unseres Sohnes oder unserer Tochter, je nachdem, wie die Situation bei euch ist, ne? Also, wie gesagt, wir gucken, um was es hier geht. Ja, ihr geht weiter, Neuanfang. Transformation, Altes wird zurückgelassen, Neues wird hier begonnen. Ihr geht weiter mit 3 der Stäbe, wisst ihr auch, wohin ihr wollt. Das ist das, was mit 6 der Schwerter aber auch nochmal gezeigt wird. Ne? Planung, Struktur, Navi wird eingestellt und dann geht es aber ab die Luzi, Neuanfang. Transformation, eventuell nochmal was korrigieren, überprüfen, handeln, weiter geht's. Ja, so. Das heißt aber auch, dass ihr die Energie aus dem alten Feld rausnehmt. Und dann kommt hier die Loyalität und Treue, die dir zur Seite steht, durch deinen Partner, deine Partnerin, durch deinen Schwiegervater oder wie auch immer. Ja, Vaterthema. Hier ist die Loyalität ganz stark im Feld zu dir. Und das ist eine super, super schöne Geschichte. Also ganz klare Sache, wenn du deine Energie aus einer Situation rausziehst, dann entsteht für eine Energie, die hier sehr energiezehrend war, ein Mangel. Das heißt, dass das ganze Umfeld sich dann ändert, weil das, was du immer gelebt hast, wirst du nicht mehr leben, weil du dich verändert hast, weil du weitergehst. Das wiederum heißt, dass dort ein Mangel entsteht und dass dort eine Veränderung stattfindet, weil du dich veränderst. Könnt ihr mir folgen?
So, du aber lässt nicht nach. Du gehst weiter. Du sagst, also ob nur mit oder ohne diese Person, ne, ich gehe meinen Weg. Ja, die Seele, die mich rief. So, was haben wir hier? Ja, und natürlich ist es hier Freude, die du lebst. Und natürlich bist du hier ganz himmelhochjauchzend. Du bist nervös. Das ist positive Freude hier, dass du weitergehst, dass du endlich gewachsen bist und dass du deinen Weg gehst. Auch du bist dir selber loyal, sehr treu. Und ja, natürlich, du hast diesen Neuanfang hier ins Leben gerufen und du wirst ihn begehen. Und das macht dich glücklich, dass dein Gegenüber dir treu zur Seite steht mit dem Glück. Ja, also positiver Ausgang, Neuanfang in der Liebe, positives Weitergehen in der Liebe. Wenn es hier um eine Entscheidung geht, wird dein Gegenüber an deiner Seite bleiben und dann wird das elterliche Teil oder der elterliche Teil, der das nicht so toll findet oder was auch immer hier querschießt, wird leider Gottes weiterhin gekürzt bleiben. Ja? So, ich ziehe euch jetzt hier schon mal vorab eine Karte, aber ich bin noch nicht fertig mit der Legung, meine Lieben, weil ich wollte euch noch eine Zusammenfassung geben, weil es ja doch eine ganze Menge war, was ich euch jetzt hier erzählt habe. So, für die Schützen bitte eine Karte. Da ist es schon. Gut. Also meine Lieben, kurze Zusammenfassung und dann geht es in die Manifestationskarte, ja, in die Manifestation. Also was ich hier ganz klar sehe für die nächsten 14 Tage, ist, dass ihr eine gesunde Portion an Flexibilität leben dürft, ja, dadurch kommt mehr Sicherheit. Ihr werdet dadurch wiederum gedeihen und erwachen. Also du änderst dich im Außen, ja, und im Inneren. Das heißt nicht nur, dass du sagst, ich kürze jetzt, sondern du sagst, ich entscheide mich, das ist die innere Geschichte, entscheide mich hier etwas zu kürzen, weil durch diese Person hier wirst du etwas in Gang bringen, was dir mehr Schub nach vorne gibt. Ja, also du lässt dich hier auch wenn du langsam vorangehst, wirst du dich hier nicht mehr aufhalten lassen. Du wirst einen Zustand verlassen und das ist ein Geschenk für dich. Du wirst hier, weil du schon weißt, wo du hin willst, also dieses da mit drei der Stäbe möchte ich hin, ja, und dieses Navi werde ich jetzt mit dieser Adresse schon mal, meine Schiffe habe ich hier auf dem See und da werde ich mein ganzes Hab und Gut reinpacken und da werde ich weitergehen, um es mal euch zu versinnbildlichen. Es geht hier bei euch um ein Geschenk, einen alten Zustand zu verlassen, um neu anzufangen. Eine Person oder auch du ziehst hier Konsequenzen aufgrund einer Situation, die du verlässt. Ja, ein Gegenüber oder eine Person, die dir loyal zur Seite steht, wird hier definitiv weiterhin loyal dir zur Seite stehen und dich mit begleiten, dich unterstützen und dir helfen. Gefühlt emotional bist du manchmal so ein bisschen im Zwiespalt, weil du niemanden verletzen möchtest und weil du letztendlich es nur gut meinst, aber es geht hier in erster Linie um dein Sein und du musst glücklich sein, um damit du die Kraft für dich, für deinen Prozess, für dein Leben hast. Dieses Weitergehen, ja, du weißt ganz genau, wo du hin willst, macht dich unheimlich nervös, aber auch glücklich, positive Nervosität, ja. Wir haben ein langsames Weitergehen, auch das Schiff ist nicht das schnellste Verkehrsmittel, deswegen auch dieses langsame Vorangehen mit Beständigkeit und Sicherheit und einem Fundament. Man wird dir immer mal wieder Steine in den Weg legen, eventuell haben wir hier wieder mal diese Dame, die dir und eventuell, weil es einfach deine Schwiegermutter, Mutter sein kann, das musst du sehen, aber es ist hier auf Umwege, könnte man dir gerne Steine in den Weg legen. Du aber schipperst hier in einen Neuanfang, der dich glücklich macht, hinein, lieber Schütze. So, ändere deine Gedanken und damit dein Leben. Was auch immer du bisher manifestiert hast, du kannst es ändern. Mit einem kleinen positiven Gedanken und dann einem weiteren. So, meine Lieben, also, das ist genau das. Hast du manifestiert und es hat nie geklappt, dann ändere doch deine Art der Manifestation, ja? Und was ich damit sagen möchte, ist halt einfach, du hast jeden Tag, zu jeder Zeit die Möglichkeit, deine Dinge zu verändern. Es sagt niemand, du musst jetzt bis 18 Uhr warten und kannst dann neu anfangen. Oder du musst jetzt bis,
bis nächsten Tag, was weiß ich wann, warten und dann erst was ändern. Das ist Blödsinn. Du kannst jederzeit was ändern. So, und die Entscheidung liegt ja hier, die Kürzung. Also das, was dir nicht gut tut, das wirst du auch verändern. Und das ist auch genau das, was hier unheimlich sich positiv auswirkt, weil am Ende wird immer alles gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht zu Ende. Ja, das ist genau das, um was es hier geht. So, meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein Stück weit Unterstützung geben. Ich danke euch für eure Zeit und ich freue mich auf alle die Menschen, die sich weiterentwickeln möchten und die wirklich an sich ernsthaft arbeiten möchten. Denn in diesem Veränderungsprozess hier ist es manchmal so, dass man wirklich stagnieren kann. Ja, das sehen wir hier an den 4 der Kelche. Wenn du da Unterstützung und Hilfe brauchst und sagst, ja, okay, stimmt, ich möchte daran was ändern. Ich möchte für mich was ändern. Dann kannst du dich gerne bei mir melden. Ich habe zum Anfang gesagt, ne, unten in der Infobox, nochmal als Erinnerung, habt ihr alle Infos. Ansonsten freue ich mich, dass ihr da wart und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bleibt stabil und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.